Für das Bild müssen wir wieder auf die Webseite zugreifen. Dieses Bild hier, das wäre allerdings zu klein, wenn wir das in Word dann einsetzen, allenfalls etwas vergrößern, dann würde so eine treppenartige Unschärfe das Bild stören. Deshalb achte darauf, dass du, wenn du nach Bildern suchst, zumindest nach mittlerer Größe, wenn möglich, und je nach Verwendungszweck sogar nach einem großen Bild suchst. Normalerweise sollte man es einfach mit Drag and Drop ins Word hineinziehen können. Das funktioniert bei mir komischerweise nicht. Deshalb wähle ich jeweils diese Option. Ich ziehe es auf meinen Schreibtisch, beziehungsweise wenn ich eine umfangreichere Datei bearbeite, in einen Ordner auf dem Schreibtisch, damit ich also alle Bilder für mein Projekt beisammen habe, und vom Schreibtisch aus dann ziehe ich es wieder in meine Word-Datei hinein. Qualitativ sollte diese Größe bei weitem reichen. So 800x600 Pixel ist so die Angabe, nach der du im Internet suchen musst, wenn du ein Bild in Google suchst. Und wir ziehen dieses Bild nun auf die Spaltenbreite auf. Du siehst, leider hat nun nicht mehr der ganze Textplatz. Das Bild ist auch ein bisschen hochformatig, deshalb schneiden wir es zu. Im zweiten Reiter Bild formatieren hast du den Befehl zuschneiden, und an diesen Anfasspunkten kannst du jetzt den Ausschnitt des Bildes bestimmen. Ich wähle so ungefähr quadratisch und mit einem Klick auf das Werkzeug wird dieser Ausschnitt neu festgelegt. Dieses Bild kannst du frei herumschieben. Falls das bei dir nicht so sein sollte, so müsstest du hier unter Zeilenumbruch Kontur oder Rechteck wählen, eins von beiden. Dann wäre bei dir nämlich Text in Zeile ausgewählt. Das heißt, dieses Bild wird wie ein Buchstabe behandelt und ist deshalb fest im Text eingebaut. Ich empfehle dir, dass du das als Standardeinstellung vornimmst. Falls du das nicht eh schon gemacht hast, im ersten Lernfilm habe ich dir das gezeigt. Unter Word, Einstellungen, Bearbeiten, hier Bilder einfügen, passend. Das ist die richtige Einstellung, und in Zukunft werden Bilder immer so eingefügt, dass du sie frei auf dem Dokument verschieben kannst, und wie du siehst, der Text macht dann immer Platz. Man nennt das eben Konturfluss. Nun also, hier setzen wir diesen Text in die Spalte hinein, sonst gibt es etwas gar enge Textzeilen dann rund ums Bild herum. Das finde ich schöner so.